Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ultimate Trial. Es geht wieder weiter. Wir haben im letzten Part nochmal das Trauma des Kindes durchlebt. Trauma ist vielleicht ein schlechtes Wort, die Prüfung des Kindes, sag mal. Und da haben wir einen Typen gefunden, der hat uns seinen Teppich gegeben. So, und die hier, die sammelt irgendwie Dekorationen für ihren Flur. Und ich würde sagen, der gibt mir jetzt mal den Teppich. Mal gucken. Was ist das? Gibst du mir das wirklich? Ach, ich kann dir nicht genug danken. Das wird mir sehr helfen und diesen Platz ein bisschen heimischer machen. Keine Ahnung. Ja, du kannst hier die Laute bekommen. Die brauche ich nicht. Hier, danke. Ah, you got the loot. Die Laute. Ja, ich denke, maybe someone else here could leave the place with... Ja, ich denke, ich weiß schon, wer Musik haben möchte oder etwas, womit man Musik machen möchte. Das ist Migao oder Mike. Aktuell heißt er noch Mike. Genau, den Typen hier haben wir nämlich im letzten Part gefunden. Die Laute, ja. Ich wollte eigentlich... Hä? Ich kann wohl gar nicht... Ich kann gar nicht mit dem C-Stick gucken. Ich wollte mir den nochmal genau angucken. Man kennt ihn ja, ne? Das ist dieser Typ, der Grappelminen verkauft in Ocarina of Time. Den haben wir in der Prüfung des Kindes gefunden. Der war ziemlich gut versteckt. Und ich würde jetzt aber sagen, bevor wir jetzt hier Story weitermachen oder irgendwie Tauschquest, ich möchte mal ein bisschen Action wieder haben und wir gehen jetzt erstmal in die Prüfung des Erwachsenen mal wieder rein. Wir waren dann nämlich schon lange nicht mehr drin. Wir sind seitdem auch ein bisschen stärker geworden und ich hätte gesagt, das probieren wir jetzt mal aus, wie stark. So, wir haben immer noch die Strafe, dass wir kein Schwert benutzen dürfen, deswegen sind wir noch mit dem Hammer dran und ich würde sagen, wir switchen einmal rüber auf unsere Strafzone und drehen mal das Rad des Schicksals und dann geht's erstmal rein in... Oh! What? Das könnte gut werden, Leute. Das könnte gut werden. Wir sind auf dem leichten Modus. Geil. Oh, schön. Regulär, difficult, easy. Leute, ich glaube, wir könnten tatsächlich jetzt was reisen. Dazu brauche ich auf jeden Fall nicht die Laute. Ich muss mir auf jeden Fall verinnerlichen, dass ich nicht das Schwert benutze. Ich weiß gar nicht, was das hier. Bomben brauchen wir, glaube ich, nicht. Pfeile brauchen wir auf jeden Fall. Nee, Pfeile brauchen wir auch nicht eigentlich. Ja, dann bleibe ich erstmal so. Ich glaube, das ist ganz smart, erstmal so. Okay, gehen wir mal rein und gucken, wie weit wir kommen. Ich bin gespannt. Kein Schwert. Das wäre auch geil. Direkt wieder mit der Hand raus. Boah, ich hole die sogar von der Wand runter. Krass. Uah. Das wäre fast in die Hose gegangen, ne? Ach, shit. Bin fast zu früh zurückgelatscht. Okay. Und Schissi, mein Freund. Gibt kein Geld. Schade. Okay, cool. Das könnte jetzt echt mal was werden, ne? Schadensmäßig. Okay. Den stun ich. Und dann schön mit dem Hammer drauf. Genauso wie den Kumpel hier. So, die sind ja auch kein Problem mit dem Kettenbumerang. Bis jetzt läuft's. Okay, und Schaden ist jetzt, glaube ich, das ist jetzt der normale Standardschaden aus Ocarina of Time. Ah ja, ich erinnere mich. Und dann haben wir gleich den ersten Schaden, den ersten Treffer eingesteckt, leider. Oh. Ah, shit. Kann ich die jetzt überhaupt bekämpfen? So, schon mal nicht. Bumerang. Hallo? Okay, mit dem Bumerang geht's. Sag mal. Hallo? Zack und zack. Aber warte mal, ich mache auch so Schaden? Okay. Ah, das reicht auch. Ah, schon zwei Treffer eingesteckt. Das ist natürlich ärgerlich. Egal. Okay.
Wir haben... Ah, das war auch dumm. Ah, ich muss erstmal wieder reinkommen, ne? Das ist gerade sehr doof. Nein. So, das wollte ich nicht. Ich bin gerade in einer sehr misslichen Lage. I guess. Ah, shit. Sorry. Der ohne Schwert ist ja richtig eklig. Hier passiert ja gerade nur Scheiße, ey. Wären das jetzt drei große? Nee. Okay. Den haben wir schon mal. Welcher war der, der sich dreht? Ich habe mich drauf geachtet. Okay, ich... Der ist es. Nein! Oh, Leute, läuft das schlecht. Wahnsinn. Aber ich habe den großen Fehler gemacht, dass ich die Hand nicht angegriffen habe. Zuerst. Das war der große Fehler. Ah, und so habe ich jetzt 4 Herzen verloren und eigentlich meinen leichten Modus schon übelst verspielt. Das ist super ärgerlich. Okay, ich muss jetzt vorsichtiger spielen. Ich dachte, ich gehe jetzt hier rein wie so ein Prolet, hehe, leicht und so und eieiei, das war alles sehr, sehr schlecht. Also wirklich super schlecht. Naja, und jetzt der. So, den kann ich jetzt auch nicht geil mit der Wirbelattacke machen. Ja. Okay, schön vorsichtig. Der macht auf jeden Fall Schaden, aber ich mache auch Schaden. Geil. Gibt auch einen Zwacken. Schön. Okay. Ich warte jetzt auch immer, bis das Geld eingesammelt wurde. Na, ihr habt mir das ja gesagt, ich soll das lieber mal machen. Gerade wenn wir solche Räume haben, wo wir dann zwischen den Ebenen wechseln, sollte ich da mal ein bisschen vorsichtiger sein. So, und jetzt spielen wir auch mal ein bisschen vorsichtiger. Es ist eigentlich unsere Chance, das Ding hier zu rocken mit leicht. Aber, na gut. Mit dem Start. So, warte mal, wer kommt hier noch? Das sind noch nicht nur... Genau, das sind noch die. Der Feuerkopf ist... Ah, nein. Oh, oh, shit. Schon wieder einfach. Kann ich da... Naja, Bumerang. Bumerang? Okay, und jetzt mit dem Hammer drauf. Gut. So. 101 Rubin. Ich glaube, ich mache erstmal die Fledermäuse schnell weg. Fledermäuse sind immer die ekligsten Gegner. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Aber ich halte Fledermäuse für ekelhafte Monster. Das ist jetzt auch super nervig. Kann ich die überhaupt töten damit? Das ist eine gute Frage, ne? Weil irgendwie passiert da nicht viel. Shit. Ich kann die damit nicht umbringen. Bombis? Verträgst du Bombis? Ist halt einfach nicht smart, ne? So. Tja, Leute, das ist natürlich jetzt ärgerlich, gegen die zu kämpfen. Und kein... Schwert zu benutzen. Ich meine, mit Bomben geht's auch, aber ich weiß halt nicht, ob ich Bomben später noch brauche für irgendetwas. Wir werden auf jeden Fall noch so ein blödes Wasserlevel haben. Es sind noch mehr. So, und da stunne ich die halt auch einfach nur, ne? Hä? Hä?
das war die Sprungattacke, ne? Die Sprungattacke macht keinen Schaden. Alles klar, okay. Und zack. Hä? Zack. Gut, ich hab den wieder in einem richtig schlechten Moment gestunt, glaube ich. Jetzt da. Ne? Nix da. Hä, ich hab den doch aber das letzte erst mit dem Hammer besiegt. Versteht man nicht. Ich glaube, ich muss öfter den normalen Angriff machen mit dem Hammer. Die Sprungattacke hilft manchmal gar nicht gegen Gegner. Warum auch immer. Nein. Guck mal, wie ich einfach manchmal daneben hau. Das ist so ärgerlich. Mann! Das ist voll bescheuert mit dem Hammer. Vor allem dieser Gegner ist ja auch eigentlich nicht mal spannend oder so. Wir hatten dann einen Moment, da gab es glaube ich zwei von denen, ne? War das nicht so? Aber das war jetzt auch nicht wirklich schwer. Oder war das... War das Gold Quest? Ich glaube, es war Gold Quest. Ba, 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 ba. Okay, der hält. Ich sag dir, ich mache schon wieder keinen Schaden mit dem Hammer. Ich glaube, der Sprungangriff macht einfach keinen Schaden. Komplett bescheuert manchmal. Das verstehe ich an dem Hammer halt nicht. Der ist super langwierig, der Gegner. Ohne Schwert. Also ich freue mich jetzt schon, wenn wir wirklich so ein... Wenn wir ein Zweihandschwert haben. Und einfach doppelten Damage rausbürsten und wieder das Schwert überhaupt nehmen dürfen. Das wäre so schön. Guck mal, der ist normalerweise sofort tot. Verstehe ich nicht. Okay, weiter geht's. Jetzt sind wir, glaube ich, im Wassergebiet gewesen, oder? Oder Eis. Jetzt kommt erstmal eine Zwischenebene, okay. Wir haben erst 10 Ebenen geschafft, kann das sein? Aber zumindest gibt es ein bisschen Kohle. Und hier war mal einer, der... Also ich habe jetzt nur hier für den Raum mal das Schwert benutzt, ne? Das zählt jetzt nicht, dass ich meine Strafe nicht eingehalten habe. Hier war mal einer, der hat uns einen... Der braucht irgendwie eine Waffe. Vielleicht ist das auch einer für eine Tauschquest. Müssen wir mal gucken. Der macht aber Karten irgendwie. Genau, hier war mal einer, der wollte uns Tränke verkaufen. Das wäre jetzt auch ziemlich gut gewesen, tatsächlich. Ich habe nämlich eine Flasche. Okay. Okay, jetzt kommt das Eisgebiet. Kommt hier erstmal irgendwo so ein Eisdulli, genau. Sag jetzt nicht, ich kann mit dem Hammer keinen Schaden machen. Fangen wir nicht so an. Na, sogar zweimal eingefroren. Okay, aber mit dem Enterhaken müsste das gehen, oder? Der Enterhaken geht. Das ist doch schon wieder super nervig, ey. Ich glaube, die Strafe, ohne Schwert zu kämpfen, ist mega assi. Also merke ich gerade, dass die halt mega assi ist. Ich hasse Eisfledermäuse so sehr. So, naja, ich glaube, in schwer wären wir jetzt schon tot. Wir müssen halt erstmal wieder richtig reinklotzen, ne? Wie das alles funktioniert. Wir waren lange nicht in dem Run drin, das ist ja, seit ich im Urlaub war, auch der erste Run. So, hä, wo ist denn die Fledermaus? Hallo? Es sind sogar noch zwei. Junge, was ist denn mit euch? Kommt ihr mal runter? So, wo ist die andere? Junge, was ist denn mit denen? Hallo? Hä, die mögen mich überhaupt nicht.
Die wollen einfach selber überleben. Das kann doch nicht dein Ernst sein hier. Die ist irgendwie out of range. Sag mal, hallo. Ich würde gerne weitermachen. Ey, ich hole mir jetzt einen Bogen. Kann ich denn ernst sein? Jetzt kommt's oder wie? Ja, toll. Jetzt kannst du auch oben bleiben. Okay, weiter geht's. Jetzt kommt bestimmt noch so ein Eisfuzzi dazu. Könnte ich mir vorstellen. Junge, habt ihr das gesehen? Wie nervig das ist. Mit dem Boomerang geht's auch. Ich mach überhaupt keinen Schaden mit dem Boomerang. Okay. Normale Schläge sind da auch wieder effektiver als die Sprungattacke. Sprungattacke trifft gar nicht. Ich verstehe das nicht. So, alles klar. Schön. Aha. Es ist so schlecht, Leute. Es tut mir jetzt schon leid, dass das so schlecht ist. Ja! Spawn doch einfach in der Tür! Wahnsinn! Es ärgert mich gerade so sehr, dass wir mal leicht haben. Nach Jahren. Das erste Mal. Und dann verkacke ich das so. Das stört mich richtig. Bleib stehen! Aber ich bin mir sicher, das ist auch einfach ein großer Bestandteil. Weil ich kein Schwert benutzen darf. Mit dem Schwert bin ich halt einfach noch ein bisschen agiler. Okay. Ich glaube, jetzt kommen wir in den Wassermodus. Richtig? Der ist jetzt auch nicht viel besser. Vor allem dauert das ganz schön lange. Okay. Schöne erste Runde. Weiß gar nicht. Geht da. Kann man da was mit dem Hammer machen? Ne. So. Okay. Was kam eigentlich danach? Ich weiß es gar nicht mehr. So, das geht auch voll klar. Ich weiß auch gar nicht mehr, auf welchem Level wir gestorben sind. Ich habe keinen Plan mehr. Ah, ich glaube, da kam irgendwo so ein Stalfos, ne? Ich erinnere mich düster. Geld? Nö. Kann das sein, dass das sogar hier war? Nee, okay, das sind die. Die gehen eigentlich ganz gut mit dem Boomerang, denke ich. Jawohl. Okay, waren wir schon mal so weit? Ich glaube, irgendwo auf so einer Ebene hier sind wir damals gestorben und da waren Stalfos noch mit dabei. Ah nee, Quatsch. War da nicht irgendwo noch so ein Schild von wegen, du brauchst das Auge der Wahrheit ab hier? Ich glaube, da hatten wir irgendwas. Irgendwie so war das doch. Der Part ist auch bald rum. Huh. Da haben wir noch einen. Hä? Okay. Geld. Und weiter geht's. Okay, da ist er. Unser Freund. Jo, geil. Der hat mich ein bisschen zu oft getroffen für meinen Geschmack. Okay, neue Ebene. Wir sind jetzt auf Ebene 20, glaube ich. Also ganz ehrlich, auf den Ebenen, da nehme ich mal kurz das Schwert. Das geht einfach schneller für die Krüge.
So, ja, wir haben 20 Minuten rum eigentlich, aber hey, komm, ich mach noch ein bisschen weiter. So, hier steht jetzt, one who gains the eye of the truth will be able to see what is hidden in the darkness. Genau, da brauchen wir jetzt auf jeden Fall das Auge der Wahrheit auch noch. Vielleicht hätte ich das auch schon früher verwenden können. Genau, in dem Moment, wo ich angreifen will, wirst du wieder cool, ne? Du Penner. Ja, ich gucke mir die Räume jetzt auch alle mal mit dem Auge der Wahrheit an. Läuft das einfach schlecht, ey. Ganz ehrlich. Sorry, aber mit dem Hammer ist halt auch was anderes. Es ist was anderes mit dem Hammer. Okay. Ah, okay, ich brauche Bomben. Ich brauche Bomben. Will ich nicht schießen? Auge der Wahrheit. Okay, hier ist nichts weiter. Hier ist eigentlich ein ganz leichter Raum, muss man sagen. Ah, da kommt noch was. So. Gut, weiter. Bisschen machen wir noch. Ein bisschen machen wir noch. Der nervt mich jetzt schon wieder. Wie besiege ich die? Am besten mit dem Bogen vielleicht. Okay. Das war ganz gut. So, es sind sehr viele Zombies. Und die sind auch alle... Die sind sehr doof aufgestellt, muss man sagen. Unsichtbar ist hier nichts. Ich glaube, ich schleiche mich von hinten an. Wir haben gemerkt, von hinten sind die ein bisschen angreifbarer. Es muss ja nur einer tot sein, dann kann man den Rest sehr leicht töten. Okay, easy. Denn die laufen ja dann zu dem. Die sind dann irgendwie, die wollen den beerdigen. Ne, das sind nette Zombies, Freunde, Kumpels. Das sind Brüder, Cousinen und Onkel und Tante und die wollen halt beerdigen. So Leute, ich würde aber sagen, das war's hier für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren. Und beim nächsten Mal geht's dann wieder weiter hier in der Prüfung des Erwachsenen bei Ultimate Trial. Bis zum nächsten Mal, euer Zelda-Junge. Tschüssi.